die Brühe in einem Topf aufkochen und die Maultaschen darin nach Packungsangabe garen, inzwischen die Auberginen putzen, waschen, Lenzvierteln und in Scheiben schneiden, die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden, den Knoblauch schälen und durch die Presse drücken, das Öl in eine Pfanne erhitzen und Zwiebelwürfel mit dem Knoblauch darin glasig andünsten, die Auberginenscheiben dazugeben und ca. 5 Minuten braten, mit Salz und Pfeffer würzen, eher Thymian, Klammer auf frisch oder getrocknet, Klammer zu, die Maultaschen aus der Brühe heben, abtropfen, Mehl fassen und zu den Auberginen geben, kurz mitbraten, den Thymian mit der sauren Sahne verrühren, die Maultaschen aufbergen.